Ja, hallihallo ihr Lieben. Wie geht's? Wie steht's? Ich muss mal ganz kurz noch was trinken. Genau zum Anfang der Aufnahme natürlich. So, wir sind wieder zurück bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und dann werden wir auch schon recht herzlich begrüßt mit einem Achtung, wir haben derzeit geringfügige technische Probleme. Da hoffen wir mal, dass es nicht auf uns zugreift. Wir gehen auf jeden Fall mal wieder in Türmat rein. Wir wollen natürlich jetzt mal die anderen ausprobieren. Ja, also wir wollen jetzt mal die andere, die zweite Pflanze und den zweiten Zombie mal ausprobieren. Mal gucken, was die so drauf haben. Was die so können, weil ich habe da keinen Plan. Es kam mir jetzt ein Update raus, ein kostenloses DLC für das Spiel. Da ist jetzt noch ein neuen Spielmodi dabei, mit 8 gegen 8 irgendwie Gartenzwergbombe oder so. Da kämpfen die Pflanzen gegen die Zombies um diese Bombe. Und ja, gab auch irgendwie, glaube ich, noch einen neuen Charakter. Aber keine Ahnung, was der jetzt macht oder sonst was. Aber wie gesagt, wir spielen jetzt erstmal die zweite Klasse von jeweils den Zombies und den Pflanzen. Also Ingenieur wäre es in diesem Fall. Ich habe keine Ahnung, was der Typ hier kann. Aber wir sind jetzt Ingenieur. Erledigt 50 Pflanzen für den Sieg. Ah, es hat gerade angefangen. Das ist sehr gut. Ist das... Ne, das ist einer von uns. Ja, ich muss jetzt gucken. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. LB. Ach, das ist... Okay. Also ich habe ja schon mal ein bisschen reingeguckt. Dieses LB, was ihr da seht, das ist für die... haben wir direkt schon gekillt. Sehr gut. LB ist für diese, diese zweiten... diese zweiten Dinger. Tun wir mal hier wieder... Ah, scheiße. Ah, weg hier. Weg, 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 weg. Auf jeden Fall tun wir hier mal... Ach, geh doch mir aus dem Weg. Tun wir hier mal schauen, was wir hier überhaupt so reißen können. Jetzt müssen wir nachladen. Gerade wo dieser Pimmel hier... Wiederbelebst du den? Der Typ hier kommt gleich um die Ecke. Da ist auch schon einer. Ah, der hat... Nein, der hat diese Gatling Gun. Okay. Sehr interessant. Diese schwule Gatling Gun. Ich glaube, uns wiederbelebt hier keiner. Wir sind hier mitten im Feindgebiet, deswegen spawnen wir mal ganz schnell neu. Also diese LB ist auch so eine Tongranate oder so. Ich glaube, das so heißt... Alter, was hat der denn für eine Kraft? Dieser Kaktus. Das ging ja mal richtig fett ab, was der hier abgezogen hat. Ist hier irgendwer? Da kommt einer. Jo, der hat sich aber weggebeamt. Der holt uns nicht mehr. Ah, da läuft gerade einer. Komm zurück. Schade, dass man hier nicht sprinten kann. Sprint, sprint, sprint. Ah, okay, das hat jetzt, glaube ich, nicht funktioniert. Ah, der ist da unten. Werde ich auch noch angerufen. Den haben wir. Oh Mann. Ich rufe dich gleich an, ich bin am Aufnehmen. Okay? Ich bin am Aufnehmen, ich rufe dich gleich an. Ja, alles klar. Okay. Ich werde immer in meinen Aufnahmen werde ich gestört. Das ist doch unnormal, oder? Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, das ist normal, dass man, dass man immer in seinen Aufnahmen gestört wird? Zuerst werde ich beim Minecraft heute noch von meiner Mutter gestört. Jetzt ruft die Freundin an. Nee, immer das Gleiche. Ist der tot? Ja, der ist tot. Das ist sehr gut. Genau, tu den mal wiederbeleben hier.
hier ist sozusagen dran, so Noob-Tuber-mäßig, ne? Also so kommt es mir auf jeden Fall vor. Jetzt haben wir hier einfach mal das Ding weggehauen. Aber damit muss man richtig gut zielen können. Ach, das Ding geht nicht so weit, oder was? Jetzt haut der natürlich ab. Schön wäre es jetzt, wenn wir so einen Heiler hätten. Das wäre richtig episch. Aber den kriegen wir hier nicht. Wir schießen hier. Da ist noch einer. Ja, noch 10 Abschüsse. Leute, kommt. Die kriegen wir auch noch voll, da hinten. So ein Heiler-Ding. Oh Gott, nein. Rund hier. Jawohl, jetzt geht's aber los hier, Leute. So muss das laufen. Warum läuft das nicht die ganze Zeit so? Wir werden jetzt eh sterben. Weil wir haben nicht mehr viel Leben. Ja. Schade. Ding, er hat mich einmal gekillt. Wie sieht's denn bei uns momentan aus? Wir haben schon 4 Kills. Das geht. Komm, ey, du bist doch direkt da, wiederbeleb mich doch. Hallo, du stehst doch direkt neben mir. Willst du mich nicht wieder... Ah, doch, okay. Ich wollte gerade sagen, der steht da direkt neben mir. Wunderbar, danke schön, der Herr. Sehr nett von Ihnen. Sehr, sehr hilfreich. Was geht denn hier hinten ab? Ist alles lila. Oh, schieße ich schon hier gegen die Wand. Oh, komm, komm. Yeah, wir haben es geschafft und ich bin voll mit Schleim. Also der Ingenieur ist so ein kleiner Noob-Tuber, kann man sagen. Aber das ist ja nicht schlimm. So ist das halt. Aber naja. Ja, also wir haben 4, gucken wir mal, was man noch hier sagt. Also Sticker werde ich erst bei 40.000 öffnen. Also ich will zuerst auf dieses spektakuläre Spielerpaket, deswegen spielen wir erstmal bis 40.000. Wir sind nirgendwo in der Liste. Aufgehoben, wir haben 4 Kills und 3-mal sind wir gestorben. Das ist okay. Man kriegt hier halt nicht so viele Kills wie bei COD oder so. Also nicht wundern. Wir müssten aber jetzt auf das Pflanzenteam kommen, ich glaube. Und da versuchen wir mal diese zweite Pflanze aus, weil ich habe keine Ahnung, was diese zweite Pflanze macht. Also wir haben jetzt mal gesehen, der Ingenieur ist schon ganz okay. Mit dem werden wir auch sehr wahrscheinlich ab und zu mal spielen. Werden halt durchgehen und immer ab und zu, immer die Reihen durchgehen sozusagen von den Zombies. Außer ihr wollt unbedingt einen speziellen Zombie später sehen, wenn wir alle mal durchgespielt haben. Weil ich will halt alle zuerst mal ausprobiert haben, um dann mal euch zu zeigen, was jeder so kann. Und dann kann man halt, ja, nach und nach. So, wir gehen jetzt mal mit dem Schnapper, mit unserem geilen... Oh, der hat keinen Hut mehr. Oh, schade. Also ich glaube, mit dem hier können wir nur schnappen, oder? Nur schnappen. Und uns vergraben. Ja, dann gucken wir mal, ob wir überhaupt zum Schnappen kommen, wa? Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ob wir zum Schnappen kommen. Kommen wir zum Schnappen? Oh, da hinten kommen schon welche. Der geht da hinten rum. Ja, man muss hier schon ein bisschen aufpassen. Oh, wir haben einen gekillt. Wow. Ah, schade. Ich will gerade dieses Graben-Dings machen. Ja, wir haben schon mal... Haben wir den Kill gekriegt? Jawohl. Cool. Wir haben einen Kill bekommen. Ich glaube... Hier. Ah, jetzt hat er den wiederbelebt. Der Pimmel, ey. Schade. Das war mir so klar. Bin ich nur mal gespannt, wie dieses Vergraben-Dings benutzt. Also das hier ist wirklich so einer, der läuft vorne rein und versucht die Dinger da kaputt zu machen. Ja, also das kann ich aber nicht bringen. Da ist aber einer.
Ah, wir haben einen. Yeah. Cool. Auch mal ausprobiert. Das ist auch mal sehr gut, dass wir die verschiedenen Sachen mal ausprobieren. Oh, cool. Den habe ich von hinten geholt. Aha. Wie cool. Oh, scheiße, nein, da hinten schießt so ein Teil auf uns. Ah, das ist kein Typ von uns. Oh, wir sind gestorben, bevor wir in den Boden reinkommen. Schade. Ja, das Teil hier ist auf jeden Fall interessant. Kann man so sagen. Es ist nur schade, dass man hier nicht schneller laufen kann. Oder bin ich zu dumm, um schneller zu laufen? Ich glaube nicht. Ah, da bei den Booten, da sind sie alle. Da sind sie alle, da muss man jetzt aufpassen. Hä, warum hängt der da auf dem Boden? Yeah! Ja, da waren jetzt zu viele. Aber okay, das Teil hier ist auf jeden Fall mal sehr interessant. Wir haben schon 4 Abschüsse. Wow. Wow. Leute, wow. Ich bin begeistert. Ich bin so voll begeistert. Ah, hier wieder belebt mich eh keiner. Oh, jetzt haben wir eine neue Fähigkeit schon bekommen. Schleim. Ah, ist das das Lila? Ja, das ist... Ah, okay, das verlangsamt die. Ah, yam yam. Und dann kann man die von hinten schön holen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, ja. Holen wir sie von hinten. Guck mal, da läuft einer. Da läuft einer. Kriegen wir den? Ich glaube nicht, oder? Ah, der läuft weg. Okay. Der läuft weg. Hier laufen aber, glaube ich, noch ein paar hin. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Komm her, du Football-Affe. Was ist denn das für ein Teil? Ah ja, ich finde das Teil hier geil. Auf jeden Fall. Haha! Alter, ist das Teil hier geil. Das Teil hier ist ja mal richtig cool. Also ich finde das Teil hier auf jeden Fall bis jetzt ganz korrekt. Ah, schade. Ah, wir haben noch einen Kill-Assist bekommen. Wir haben schon 6. Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist am meisten bis jetzt. Oh ja, wir kriegen sogar wiederbelebt. Wuhu! Yeah! Sehr cool. Ich glaube, es ist mir nicht schlau hier über die... Ah, wer schießt denn da auf mich? Warum schießt er auf mich? Guck mal, von der Seite hier kommt einer. Ach, okay, der hat mich mit der komischen Granate da bekommen. Ganz schade, hier kann uns keiner helfen, weil die sind da alle schon ein bisschen weiter, sagen wir mal. So, mal gucken, kriegen wir vielleicht hier hinten noch einen? Da läuft auf jeden Fall mal einer hin. Ah, okay, den habe ich. Ich habe jetzt zuerst gedacht, das wäre einer von uns gewesen. Keine Ahnung warum. Der hat mich ja schon 2-mal gekillt. Du, kleiner Pimmel, du. Ne, hier kann uns keiner heilen. Ich sage immer respawnen. Warum? Also bis jetzt finde ich das Spiel auf jeden Fall sehr cool. Es macht auf jeden Fall sehr viel Fun. Wir sind im Moment am Gewinnen. Aber auch nur knapp. Wenn ich das richtig sehe. Auch nur sehr knapp. Wir laufen jetzt einfach mal hier oben durch die Feindliche durch. Ja, da kann man nichts machen, wenn da so viele sind. Was ist denn das? Was macht denn der da? Was geht denn mit dem ab? Der reitet da mit seinem, wie heißt das, Jackhammer oder wie das auch... Heiß reitet der da durch die Gegend. Noch 10 Abschüsse. Naja, dann schauen wir mal, ob wir noch gewinnen können. Das wäre ja gut. Dann hätten wir 2 Siege.
Fuck, direkt. Guck mal da. Guck dir das mal an. Der geht ja mal voll ab. Kleiner Happen, geschafft. Wir haben den noch gar nicht gekillt. Der hat noch 3% Leben. Hat der ein Glück, ey. Na gut, hier werden wir auch mit gespawnt, wollte ich schon wieder sagen. Wir werden hier auch nicht gedingst. Nicht. Oh Gott. Ja, yeah, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. 2 Siege für heute. Oder? Jawohl. Cool. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Und wir waren nicht schlecht dabei. 7. Ja, 7. sind wir geworden. Und wir sind noch ein bisschen weg von 40.000, aber das kriegen wir schon hin. Wir haben mal wieder keine Bestenliste links. Also in der Liste sind wir auch wieder nicht aufgelistet. Wir haben zwar 7 Kills, aber 8 Tode. Okay. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Denn ich würde sagen, das war's auch schon für diese Folge. Jetzt haben wir den Schnapper und den Ingenieur ausprobiert. Sind beide recht interessant. Ingenieur finde ich cool, dass er so Granaten so in der Art schießt. Und diese Lärmgranaten schmeißen kann, für die Schnapper aus dem Boden zu holen. Und dann gibt es halt die Schnapper, die halt nur für den Nahkampf da sind. Aber nun gut, das ist sehr interessant. Was erwartet uns beim nächsten Mal? Da erwartet uns einmal die Sonnenblume. Das ist der Heiler. Jetzt will ich mal gucken, warum mein Schnapper keinen Hut mehr anhat. Ach, weil diese Zusatzdinger ja in dem Modi nicht möglich sind. Und dann auf der anderen Seite erwartet uns der Wissenschaftler. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was diese zwei können. Und dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, kommentiert ruhig ein bisschen, was ihr so denkt vom Spiel bis jetzt. Und dann würde ich sagen, abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.